Storm. Was fällt Ihnen ein? Wie viel hat Cochrane Ihnen bezahlt? Reden Sie mit der Dienstaufsichtsbehörde. Ich war schon da. Ich habe einen Zeugen. Wo haben Sie ihn getroffen? Wovon reden Sie überhaupt? Ich bin nicht von der Dienstaufsichtsbehörde, Officer Gorman. Wissen Sie was? Ich bin nicht mal ein Cop. Ich bin nur jemand, der nichts mehr zu verlieren hat und dem man schon einige Morde angehängt hat. Also frage ich Sie noch einmal auf die nette Tour und dann wird's hässlich. Beruhige dich. Du brauchst von mir keine Angst zu haben. Ich will nur mit dir reden. Okay. Pat Gorman? Lieutenant Dixon, Bay City Polizei. Was wollen Sie? Ich bin wegen einer Auslieferung hier und ich glaube, Sie können mir eine Menge Fragen beantworten. Cochrane! Alles klar. Bist du aus Versehen unter eine Viehherde geraten? Ich finde, die Gerüchte über Chicagos Gastfreundschaft sind etwas übertrieben. Da wir gerade bei schlechten Nachrichten sind. Landett war hier. Ich soll dir was ausrichten. Machst du Witze? Hier ist ein Cop aus Kalifornien aufgetaucht, ein gewisser Dixon. Er ist ganz scharf auf dich. Das hat Dad gesagt? Ja, warum denn nicht? Du bist schließlich sein Sohn, oder? Anscheinend schon. Ich muss zu ihm. Weißt du, wo er ist? Irgendwo unterwegs im Dienst. Ich werde es durchgeben. Die Jungs von der Spurensicherung sollen hier antanzen. Ich weiß jetzt schon, wer es war. Cochrane. Ich hab schon gehört. Sonst alles klar? Nein. Ach, so ein Mist. Die Flasche ist leer. Bist du so nett und holst von hinten eine neue? Lieber ein ganzes Fass. Dad, das war prima von dir. Du hast mich vor Dixon gewarnt. Dafür möchte ich mich bedanken. Sparte deine Worte. Ich wollte nur nicht, dass ein gemeiner Lump den anderen reinlegt. Das ist alles. Basta! Dad, warte! Das ist ein schlechter Tag, um mit mir zu streiten. Ich will dir helfen, Cochrane zu fassen. Das ist zu spät. Er hat wieder zugeschlagen. Diesen Mord hat er nur begangen, um dich nervös zu machen. Und seine Rechnung scheint aufzugehen. Es ist in deinem Bezirk, unter deiner Nase passiert. Er will, dass du die Beherrschung verlierst, damit er sich endlich rächen kann. Und er rechnet damit, dass du wieder allein bist. Er rechnet nicht mit mir.
Also bitte, ich möchte dir helfen. Haben Sie eine richterliche Anordnung? Ach, zum Teufel, so ein Papier. Ihr seid im Hausverbot. Dieser Mann ist hier. Wir haben nur ich zu bestimmen. Das ist Dixon. Kommen Sie wieder mit einem Durchsuchungsbescheid. Sie haben ja gar nichts zu befehlen. Ich wollte Sie nicht klauen. Ehrlich. Hey, ich muss mit Ihnen reden. Halten Sie an. Partner. Vielleicht versteckt er sich vor Ihnen. Ich muss ihn unbedingt sprechen.